Über den Dächern von Dresden sind wir gemeinsam mit Dynamo-Keeper und Dynamo-Fanliebling Benjamin Kirsten. Benny, wirklich schön hier über, ich sag mal jetzt einfach, unserer Stadt zu sein und einfach mal hier runter zu schauen. Ist eine tolle Aussicht von hier oben, oder? Ja, wie ich halt aus deinen Radioberichten immer höre, hast du ja mehr als eine Verbundenheit zu der Stadt. Ich glaube, dich würde man auch hier einbetonieren können in der Straße, glaube ich. Aber nee, ist natürlich Wahnsinn, so ein Skyline und so, das ist ja... Ist ja was Schönes und jeder, der sich's leisten kann und in der Höhe eine Wohnung hat, der hat schon was Feines. Nee, also ganz ehrlich, ich liebe Dresden und dich lieben die Dresdner nach dieser tollen letzten Saison. Ja, notenbester Keeper gewesen, du hast eine wirklich klasse Spielzeit gespielt, 5 Elfmeter gehalten. Ist das jetzt Druck oder Ansporn für die kommende Spielzeit? Ja, ich hab's ja schon gesagt, die Erwartung wird natürlich größer, auch an meine eigene Erwartung ist größer. Aber ich habe die letzten Jahre immer gesagt, dass ich mein Bestes einfach geben will, mich weiterentwickeln will und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und die Entwicklung hört nie auf und für mich sowieso nicht. Ich bin sehr ehrgeizig, möchte alle meine Ziele, die ich mir stecke, auch verwirklichen. Und ich hoffe, dass ich einfach an die Leistung der letzten Jahre anknüpfen kann. Aber was für eine sensationelle Entwicklung. Ich habe mich ja ein bisschen auch belesen nochmal vor unserem heutigen Interview. Du bist zum dritten Mal jetzt bei uns hier zu Gast bei Radio Dresden. Vom Keeper, dem man gesagt hat, es reicht nicht mal für die Regionalliga, zum besten Keeper der zweiten Bundesliga. Musst du dich manchmal zwicken, dass es so weit gekommen ist? Natürlich sage ich manchmal, gerade wenn ich mit meinem Vater spreche und mit meiner Frau, da sage ich manchmal, wow, Wahnsinn, was das für eine Entwicklung genommen hat, alles insgesamt, von der Zeit in Leverkusen, wo man wirklich nicht viel zugemutet hat, aber ich habe dann irgendwann halt eben einfach Lücken erkannt, wo ich gemerkt habe, wenn ich mich dort weiter verbessern kann, ich Sprünge machen und wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich mir wahrscheinlich in ein paar Jahren sagen, ja, hättest du es lieber mal gemacht, aber damals habe ich zum Glück den harten Weg gewählt und für mich gab es einfach nie einen einfachen Weg, aber den wird es auch wahrscheinlich nie geben, weil das einfach gar nicht in meiner Bestimmung wahrscheinlich liegt. Aber es ist, ich bin halt nur mal jemand, der hart an sich arbeitet und ich glaube, mir würde was fehlen, wenn ich nicht mehr hart arbeiten würde. Von daher bin ich sehr froh, da einfach an der Stelle zu sein, wo ich jetzt bin. Benny, was treibt dich an? Ist es der Ehrgeiz? Was sind so deine Motivationsgrundlagen? Ja, wie gesagt, meine Ziele zu verwirklichen, meinen Traum zu leben einfach, einfach Fußball zu spielen, so lange wie es geht. Am besten natürlich oder am liebsten natürlich in der schönsten Stadt Deutschlands. Und wie man hier sieht, glaube ich, gibt es keine andere. Sehr, sehr schön. Genau, es gibt keine andere. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Vorbereitung absolviert, fast absolviert. Entdeckst du Unterschiede zum Vorjahr? Sagst du, das lief besser, das lief vielleicht schlechter? Wie siehst du die Mannschaft momentan so kurz, bevor es losgeht? Ja, ein Fazit zu ziehen ist, glaube ich, sehr schwierig in der momentanen Phase. Wir haben jetzt am Samstag unser erstes Spiel. Wir werden dann sehen, wo wir stehen. Meistens nimmt man ja die Vorbereitung noch zum Teil mit in die ersten Spiele mit. Und ja, natürlich war die Vorbereitung unheimlich hart. Unser Trainerteam ist ja dafür bekannt, konditionell die Wertschätzung sehr hoch zu hängen. Und Christian Canestrini hat uns vor jedem Training mit seinen Übungen an die Grenzen gebracht. Und jeder Spieler hofft natürlich, dass es was gebracht hat. Und weil wir haben sehr viel Tropfen Schweiß verbraucht, sehr viel Blut gelassen. Und ich glaube einfach, dass wir es verdient hätten, einen guten Start hinzulegen. Ganz ehrlich, ich freue mich wie ein paniertes Wiener Schnitzel auf den Samstagnachmittag, wenn es endlich wieder losgeht, das Spiel gegen Köln. Zumal du allerdings noch nicht weißt, ob du überhaupt in der Kiste stehst. Weißt du schon mehr? Wie siehst du den Konkurrenzkampf? Ja, die Entscheidung liegt natürlich beim Trainer. Ich kann es ihm bloß so schwer bzw. so einfach machen wie möglich. Und ich möchte natürlich am Samstag im Tor stehen. Das ist mein Ziel. Das ist klar, ich möchte anknüpfen an die letzten Jahre. Möchte mich dahin auch weiterentwickeln und möchte natürlich auch der Mannschaft helfen, dass wir unser großes Ziel erreichen. Und letztes Jahr haben wir das geschafft und es wäre schön, wenn wir es vielleicht dieses Jahr uns ein bisschen einfacher machen. Das wäre sehr schön. Jetzt das Spiel gegen Köln. Wenn du denn spielst, dann sind die Spiele gegen Köln, das hast du mir schon letztes Jahr verraten, für dich immer ganz was Besonderes, weil du kommst natürlich aus der Leverkusener Ecke. Du hast dir in Jugendzeiten schon mit Köln den einen oder anderen heißen Kampf geliefert. Ja, Köln für dich so ein heimliches Derby? Natürlich ist das ein heimliches Derby, ja. Das ist klar, wenn man in einer Gegend aufwächst, wo der 1. FC Köln, ja, sagen wir mal, große Flächen an Fans für sich hat und natürlich Leverkusen mit 110.000 Einwohnern nicht gerade die einwohnerstärkste Stadt am Rhein ist, aber
hat trotzdem irgendwie ein spezielles Flair, so ein Derby. Und vielleicht sehen das nicht alle Spieler so, aber ich glaube, für den Samstag braucht man keinen Spieler von uns zu motivieren, weil das ist der erste Spieltag, jeder möchte zeigen, zumindest die, die spielen, aber natürlich auch die, die auf der Bank sitzen und reinkommen, dass sie zu Recht die Einsatzzeit bekommen. Was können wir denn in dieser Saison erwarten? Viele denken ja, weil die Offensive verstärkt wurde, speziell auch mit Slatko Dedic, dass es vorne jetzt besser laufen kann, dass mehr Tore geschossen werden. Da musste man ja auch den Hebel ansetzen. Was ist denn grundsätzlich möglich? Der Trainer sagt, erstmal 40 Punkte holen. Ja, das ist natürlich das obere Ziel, das ist ja klar. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, ich glaube, wir waren die abschlussschwächste Mannschaft, leider. Und es wäre natürlich schön, wenn wir das dieses Jahr verbessern könnten, weil wir uns dann, glaube ich, ja, uns das, glaube ich, nicht so schwer machen würden wie letztes Jahr. Aber die Saison muss erst gespielt werden und jedes Spiel muss für sich selbst als das nächste betrachtet werden. Und dann müssen wir am Ende den Strich ziehen und sagen, ob es gereicht hat oder nicht. Aber ich glaube, dass wir an der Qualität im Sturm also mehr als zugenommen haben. Letzte Saison, 5 gehaltene Elfmeter. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Die 2 gehaltenen Elfmeter gegen Paderborn oder der gehaltene Elfmeter in Osnabrück. Das war wirklich spektakulär. Nimm uns mal ganz kurz noch mal mit auf die Reise. Was geht dir unmittelbar nach dem gehaltenen Elfmeter durch den Kopf? Kommt da das ganze Adrenalin dann raus oder musst du dich dann schon wieder zusammenreißen, weil ja schon die nächste Aktion ansteht? Ja, das ist wahrlich so, dass ich dann eigentlich, natürlich ist es dann erstmal ein Adrenalinschub. Ich meine, man hat in dem Moment eine spielentscheidende Szene eigentlich gehabt. Und ja, bei Paderborn war es ja so, dass wir dann zu dem Zeitpunkt sogar über dem Strich kurzzeitig waren. Und das ist von der Emotionalität her natürlich unheimlich hoch anzusehen. Aber trotzdem, nach diesen Elfmetern muss ich mich wieder auf meinen Job konzentrieren. Und nach dem Spiel kann ich dann mich hinsetzen und sagen, okay, boah, das war echt geil. Aber während des Spiels sollte sich das eigentlich dann wieder schnellstmöglich legen, weil die Konzentration einfach wieder auf 100% sein muss. Aber nach dem Paderborn-Spiel, das war schon was anderes. Also es hatte schon einfach einen ganz anderen Geschmack im Mund, würde ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Und wie fährst du dich dann runter? Helfen dir deine Familie, deine Frau, die kleine Lena? Ja, zu Hause dann schon, ja. Im Spiel fällt es mir dann nicht ganz so schwer, weil ich dann sofort wieder 2-3 Mal atme und dann muss ich einfach wieder sein. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe einen Job zu erledigen, den muss ich bestmöglich machen. Und dafür brauche ich einfach alle Fasern. Und damit brauche ich mich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Das habe ich noch nie gemacht im Spiel. Denn jede nächste Aktion ist die gefährliche. Jeder Ball, der an mein Tor ankommt, ist gefährlich. Und da brauche ich mich nicht mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich durfte dich ja im Trainingslager am Waldsee mit beobachten. 2 Sachen sind mir aufgefallen, was ich interessant fand. Bei so einem Wetter wie heute, unmittelbar nach dem Training, steigst du manchmal in so eine Regentonne, die wir aus dem Baumarkt kennen, mit Eis gefüllt, 5-6 Grad und steigst dann dort rein. Was bringt das Ganze? Ich habe das angefangen vor circa knapp 2,5 Jahren mit der Schambeinentzündung, weil ich bin damals in Leverkusen durch die Kältekammer gelaufen und das sind minus 110 Grad, das ist natürlich eine trockene Kälte. Und dann habe ich gesagt, weil dadurch, dass Dresden das leider nicht hat, ob es möglich wäre, das irgendwie zu ersetzen. Dann hat mir damals man geraten, ich solle mich in eine Tonne reinstellen, kaltem Wasser und Eis halt reinfüllen, so viel Eis, wie ich haben kann. Und mich dann 10 Minuten reinstellen, weil nach 10 Minuten wird der Körper schlagartig mit Blut versorgt. Und dadurch kann ich halt eine höhere Regeneration erreichen oder früher zumindest und hilft einem natürlich nach dem Spiel oder nach so Trainingseinheiten ungemein schnell wieder auf das Niveau zu kommen, um nächsten Tag wieder Top-Leistungen abrufen zu können. Und ihr hattet so ein internes Torhüterspiel und da ist mir aufgefallen, also verlieren ist nicht unbedingt deine Sache, verlieren kannst du nicht, du gehst auch unheimlich hart mit dir selbst ins Gericht. Ja, na klar, das ist ja, mein Anspruch ist einfach, jeden Ball halten zu können oder jeden Ball halten zu wollen, sagen wir es so. Und wenn ich einen nicht halte, dann versuche ich es das nächste Mal einfach besser zu machen und versuche eigentlich irgendwo hinter jedem Gegentor, was ich bekomme, eigentlich einen Schlüssel zu sehen, um so einen Ball dann zu halten. Das ist nicht immer förderlich, aber ich habe ja mit dem Thomas Köhler jemanden, der mir da sehr hilft und der auch weiß, wie ich ticke, wie ich einfach auf bestimmte Reaktionen reagiere und auf bestimmte Situationen reagiere und dann halt einem einfach das nächste Mal das besser zu lösen. Und ja, solche Spiele intern kann ich sowieso nicht verlieren, weil wer verliert schon gern? Also den muss man mir mal zeigen. Definitiv, du hast ein paar starke Paraden gezeigt im Trainingslager. Kommen wir mal zu einer leichteren, lockeren Frage. Was hörst du eigentlich gerade im Radio, im CD-Player? Gibt es irgendeinen Titel, der dir momentan gut gefällt?
Oh Gott, momentan ist das schon schwierig. Es sind momentan sehr viele gute Titel so unterwegs, aber ja, es ist echt gerade wirklich schwierig. Ja, meine Frau fährt momentan voll auf Rihanna ab. Ich habe mir einfach jetzt, wenn ich mit der zusammenfahre, da hat die den ganzen Tag bloß dieses Rihanna-Album da im Auto. Das geht mir ja schon langsam wirklich auf die Ohren. Aber die macht ja auch ganz gute Musik. Von daher würde ich mich jetzt mal auf Rihanna einlassen da. Du warst beim Konzert in Berlin, ne? Nein, ich hatte es zum Geburtstag geschenkt gekriegt, aber aufgrund der Vorbereitung habe ich das dann gelassen, weil ich hätte erst sehr spät wieder ins Bett gehen können und so war das nicht möglich. Da habe ich meine Frau und eine Freundin gehen lassen. Auch gut. Gibt es noch die internen Kniffelmeisterschaften bei Dynamo? Kurz zur Erklärung, ihr habt so vor ein paar Spielen dann immer gekniffelt, dieses Würfelspiel. Gibt es das noch? Ja, wir haben immer gekniffelt. Das habe ich einfach deswegen gemacht, weil natürlich der Tobi auch noch zu der Zeit ja jemand war, der dieses Profigeschäft ja mit unheimlichem Tempo reingerasselt ist und dann plötzlich ja gegen Duisburg, eigentlich hätte ja damit niemand gerechnet, gespielt hat. Und für mich war es natürlich auch eine Art Druckbewältigung, weil wir uns einfach nicht Gedanken über das Spiel gemacht haben. Und das war, glaube ich, immer sehr gut. Tobi hat uns ja zweimal wirklich den Arsch gerettet mit seinen zwei Toren und davon profitiert ja letztendlich dann jeder. Und ich fand es immer ganz amüsierend, vor allem vor Osnabrück, das war also vor dem zweiten Spiel, wo ich dann zu ihm gesagt habe, Alter, wir müssen jetzt aufhören zu kniffeln, weil ich hatte eine Serie von 10 Spielen hintereinander gewonnen. Da habe ich gesagt, Alter, wir müssen jetzt aufhören, ich verbrauche gerade mein ganzes Glück. Das hast du Gott sei Dank nicht verbraucht. Also jeder erinnert sich gerne an diesen 28. Mai, ein unvergesslicher Tag für... Deine Stimme im Ohr. Ja, und ich deine Paraden. Ich habe mal vorhin gegoogelt so ein bisschen beim Vornamen Benjamin. Da kommt als erstes, wenn dann Google vervollständigt das ja gerne, Blümchen, also Benjamin Blümchen, ja, ja. Dann Benjamin Franklin und an dritter Stelle schon Benjamin Kirsten. Das habe ich auch nicht gewusst, aber es ist cool, dass ich das jetzt auch weiß. Genau. Blümchen ist nicht zu schlagen. Der ist nicht zu schlagen, der Held der Kinder. Bei meiner Tochter auch, kannst du nicht schlagen. Deshalb wollen wir noch ein bisschen mehr über den Benjamin Kirsten kennenlernen und wissen. Und an die lustige Rubrik haben wir schon mal mit Sebastian Schuppan gemacht. Das erste Mal, keine Angst, es wird nicht allzu intim. Wir wollen so Dinge wissen, vielleicht erklärst du auch ein bisschen was dazu, was so beim ersten Mal Sache war. Zum Beispiel dein erster Kinofilm. Oh Gott, mein erster Kinofilm. König der Löwen, glaube ich damals. Also an den ich mich direkt erinnern kann, weil meine Schwester damals auch mitgegangen ist und die durfte eigentlich, aber aufgrund der meine Mutter mit dabei war, durfte die dann doch. Das ist aber der erste, an den ich mich erinnern kann, weil früher Kino war nicht so. Das gab's ja, also das war ja nicht so wie heute, finde ich irgendwie. Da waren ja nicht so viele Filme. Oder die Flintstones kamen damals auch raus. Ich glaube, die Flintstones waren es. Nein, die Flintstones. Okay, wir verbessern, es waren die Flintstones. Kannst du dich noch an dein erstes Live-Fußballspiel erinnern? Ja. Und zwar war das das erste Spiel von meinem Vater zu Hause 1990. Da war ich 3,5. Oder 3. Weil ich kann mich daran erinnern, man durfte keine Gläser mit rausnehmen. Deswegen kann ich mich daran erinnern, weil in Leverkusen haben wir dann Glas mit rausgenommen. Das ist natürlich Ost und West, das ist natürlich was ganz anderes damals gewesen. Meine Mutter, tief Ost geprägt noch zu der Zeit, gerade einen Monat im Westen. Und hat das Glas mit rausgenommen, völlig selbstverständlich. Und da hat nämlich damals der Ordner gesagt, nein, Frau Kirsten, das dürfen Sie nicht mit reinnehmen. Deswegen kann ich mich daran erinnern. Okay, was für ein markantes Ereignis. Was, ja. Deine erste CD? Meine erste CD. Waren, glaube ich, die Bravo Hits 4. Oh, da müsste man jetzt mal nachschauen, was auf den Bravo Hits 4 alles so drauf ist. Scatman und sowas drauf. Wunderbar, wunderbar. West, glaube ich, war auch drauf. Ich weiß nicht, wer ist der Pet Shop Boys? Wie heißen die doch, ja? Geil. Okay, dein erstes Auto? Audi A3. Oh. Das kam aber wie aus der Pistole geschossen. Ja, das war damals zu der Zeit. Meine Eltern hatten mir das damals zum Geburtstag geschenkt und ich glaube, mein Vater ist sogar mehr damit gefahren als ich am Anfang, weil der das Auto auch so toll fand. Und hat den niedrigsten Motor gehabt, das war mir aber scheißegal. War geil, mein erstes Auto, Audi A3. Schönes Auto. Dein erster Urlaub? Mein erster Urlaub war Teneriffa 1991. War gut? Ja, wie gesagt, wir kannten nur den Osten damals. Dein erster Held? Mein erster Held war, ja, eigentlich war es mein Vater, persönlich gesehen, aber eigentlich war es damals He-Man. Die Zeichentrickserie He-Man. Okay. Und den gab es ja genau, He-Man. Das war, der hat ihn so ein Schwert. Weiß ich noch. Dein erster Berufswunsch? Physiotherapeut. Ich wollte damals Physiotherapeut werden.
Und es ist nur daran gescheitert, weil ich 16 war, durftest du erst mit 17 anfangen. Und als ich dann 17 war, war ich Nummer 1 in der A-Jugend und hatte eventuell gehofft, in den Männerbereich reinzukommen. Und dann hatte sich das dann mit der Trainingszeit nicht mehr richtig irgendwie verwirklichen dürfen können. Was für eine Dramatik, dass du kein Physiotherapeut geworden bist. Und Gott sei Dank für Dynamo. Die erste Jugendsünde? Erste Jugendsünde. Gott, ey. Da ich nie Alkohol getrunken habe, bis ich 18 war, ist das schwer zu sagen, weil ich musste ja auch, bis ich 16 war, immer um 8 im Bett sein. Deswegen, Jugendsünden passieren erst nach 22 Uhr. Oh mein Gott, Jugendsünde. Was habe ich denn mal gemacht, ey? Warst du so ein braver Junge? Nee, ich war total schlimm früher, aber nie, dass man es als Sünde bezeichnen könnte. Nee, kann ich jetzt gar nicht auf Anhieb sagen. Kein Problem, Benni. Und natürlich dein erstes Kind, Lena. Lena, ja, mein Baby. Ja, mein Baby Lena. Nee, die ist jetzt schön, die läuft jetzt, die rennt jetzt rum. Wird natürlich jetzt frech. Morgens früh um 6:30 wach. Oh, das finde ich nicht so schlimm, aber für meine Frau ist es schlimm, weil die ist nämlich 7-Schläfer, glaube ich. Die schläft 7-mal am Tag so ungefähr. Oh Gott, gibt's, dass deine Frau dieses Video jetzt hier nie anschaut. Wir haben noch ein paar lustige Facebook-Fragen. Ja, ich zögere jetzt hier kurz mit dem Mikrofon. Ich hoffe, ich krieg sie hin. Erik fragt, wo geht's hin mit Dynamo in dieser Saison? Ja gut, das wollen ja die meisten Fans ja eigentlich wissen. Von daher, ja, ist natürlich schwer zu sagen. Erstmal über den Strich. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste von allen. Was dann dazu ist, ist eigentlich Zusatz. Und ich glaube, dass wir uns noch ein bisschen entwickeln müssen, auch mit den Neuzugängen jetzt. Und dass das natürlich über die ganze Saison hingesehen jetzt einfach ist, dass wir so viele Punkte wie möglich erstmal bis zum Jahresende holen wollen. Und ich glaube, wir sind gut beraten darin, so bescheiden wie möglich zu bleiben. Carsten stellt die Frage, wie es sich anfühlt, langsam aus dem Schatten seines Vaters herausgetreten zu sein oder deines Vaters herausgetreten zu sein. Was sagst du dazu? Hey, der Schatten ist zu groß, um herauszutreten, weil es einfach von dem Level her nicht passt. Mein Vater war der Bomber der 90er, hat 181 Tore gemacht in 352 Spielen, glaube ich. Und so eine Quote hat, glaube ich, kaum jemand. Und einfach auch sportlich gesehen wird man, oder ist es schwer auch für Bundesligaspieler schon an dieses Niveau ranzukommen. Von daher wäre der Vergleich einfach nicht gut. Ja, und ich will halt eben einfach versuchen, ab und zu mal hinterm Rücken wegzugucken. Das würde mich reichen. Ach, definitiv. Ich habe ein Video mit dir gesehen, da hast du gesagt, und da hast du deine Traumelf aufgestellt und der Bomber, dein Papa, hat da einen ganz, ganz festen Platz in dieser. Direkt vorne drin, aber man muss auch die Pfosten verstärken, weil da knallt es manchmal. gegen Köln, ist er gegen Pfosten geschubst worden, weiß ich noch. Benni, wie bezeichnest du gerade und aktuell den Konkurrenzkampf bei Dynamo? Das fragt Adi. Der Konkurrenzkampf ist immer da. Also den haben wir etliche Jahre. Im Profibereich habe ich den schon gehabt. Der gehört dazu, das ist normal. Grundsätzlich schaue ich sowieso nur auf mich. Ich habe mit mir selber genug zu tun, um da rechts und links gar nicht erst irgendwo mich ablenken zu lassen. Ich glaube einfach, dass das der Weg ist, den ich selber einschlagen möchte. Und ich möchte einfach dann die Ziele, die ich mir dann für die neue Saison stecke, einfach erreichen. Und das erste Ziel ist einfach, am ersten Spieltag im Tor zu stehen. Und eine typische Frauenfrage. Kerstin interessiert sich für deinen Bartwuchs. Auch heute so ein bisschen Bartwuchs. Die sagt, ach, Benni, bringt den Rasieren wirklich kein Glück. Ich rasiere mich eigentlich vor Spielen sowieso schon nicht mehr. Ich wollte es eigentlich so machen letztes Jahr. Als wir dann so auf die letzten Spiele zugingen, habe ich dann, glaube ich, 10 Spieltage vor Schluss gesagt, habe ich mit Tobi Müller eine Wette gehabt um eine Rittersportschokolade. Da habe ich gesagt, ich rasiere mich jetzt bis zum Saisonende nicht mehr. Und da, also im Gesicht. Und da hat er gesagt, ja, das machen wir so. Und meine Frau hat nachts versucht, den wegzumachen. Und da musste ich den nächsten Tag, musste ich einen Kompromiss eingehen, musste ich stutzen. Es ging nicht mehr. Der war schon sehr, sehr lang. Paderborn war schon extremst lang gewesen. Da hatte ich dann schon Stress gehabt zu Hause. Das geht dann nicht mehr. Oder die Kleine dann auch, die kommt dann, die kriegt dann immer direkt hier so, die haben so ganz empfindliche Haut, die Babys, und dann kriegen direkt immer so rote Stellen. Aber ja, in der Regel Vorbereitung sowieso nicht. Und 4-5 Tage vorm Spieltag grundsätzlich nicht, mache ich nicht. Wer rasiert, verliert. Ja, der alte Spruch. Das grüne Trikot wird uns auch in dieser neuen Saison begleiten.
gibt es noch weitere Macken, die du so hast? Hast ja schon hin und wieder mal drüber geredet. Gibt es so noch ein, zwei Dinge, die wir noch dir aus der Nase ziehen können? Ein, zwei ist gut. Würden wir, glaube ich, würdest du, glaube ich, das Band voll machen hier, wenn ich dir alles erzählen würde. Das sind so solche Sachen halt wie grünes Trikot. Das ist einfach, weil mir bleiben ja nun mal nicht viele Möglichkeiten. Also ich meine, wir spielen in Gelb. Das heißt, das fällt für mich schon mal weg. Ich hatte in Leverkusen nur Gelb-Schwarz gehabt zum Beispiel zum Teil. Und hab dann, dann musst du natürlich gucken. Lila kannst du nicht nehmen. Das ist zu verwandt mit, ja, lassen wir's. Und dann haben wir, Rot ist ja dann auch schon wieder Erfurt. Dann darf ich ja auch kein, normalerweise ist ja Grün schon wieder vergelbt, ist ja Sachsen-Leipzig. Also irgendeine Farbe muss ich aber Ende nehmen, deswegen habe ich mich jetzt gesagt, Grün hat traditionell Sachsen, der Freistaat, ja. Und da habe ich gesagt, okay, und Orange gab es dieses Jahr nicht. Deswegen musste ich mich entscheiden für Grün, Weiß, Weiß-Rot und Blau-Weiß. Wir haben so viel jetzt von dir erfahren in rund 15 Minuten, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Über Rihanna haben wir gesprochen, über die Farbe Grün, über Bärte, über Kniffel. Also es war vollkommen interessant und aufschlussreich. Aber am wichtigsten ist, Benny, hinten muss die Null stehen und da bist du ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und du bist ein total sympathischer Junge von Dynamo, mit Dynamo und ich sag einfach mal ein Dresdner. Das ist nett von dir, danke. Aber ich gebe dir das gerne auch zurück, das Kompliment. Danke.